Ja, moin, moin bei IGMBS und heute haben wir Sprite Ginger. Das ist nicht normales Sprite, sondern das ist Lemon Lime and Ginger Flavored Soda with other natural flavors. Also Limette und Zitrone und Ingwer, Limonade und noch andere natürliche Geschmäcker. 355 Milliliter. Ja, Sprite kennt man ja, aber Sprite mit Ginger, das ist ja völlig unbekannt. So, jetzt haben wir alles gelesen. Hier ist noch was. Hier, Sip and Scan. Keine Ahnung, was man da machen kann. Man kann etwas einscannen. Upsala. Vielleicht könnte das einscannen. Vielleicht könnte das scannen und dann wird irgendwas passieren. Keine Ahnung. Ich interessiere mich mehr dafür, wie das schmecken wird. Und vor allem auch, wie es aussieht. Sieht es aus wie normales Sprite? Oder sieht es irgendwie anders aus, weil es mit Ingwer ist? Wir schauen mal. Ich würde sagen, auf den ersten Blick sieht es aus wie ein gewöhnliches Sprite, nämlich völlig farblos, völlig durchsichtig. So, jetzt riechen wir mal daran. Oh ja, es riecht etwas nach Ingwer, aber sonst nach nichts. So, jetzt werde ich probieren. Also es ist recht interessant. Normalerweise, wenn man Sprite trinkt, kommt das immer so ein süßer Nachgeschmack. Der ist jetzt hier nicht so gegeben, sondern es kommt dann eher so von dem Ingwer ein etwas scharfer, etwas leicht scharfer Nachgeschmack. Na, das schmeckt durch den Ingwer nicht ganz so süß. Ja, aber ansonsten etwas geschmacklos, wie ich finde. So der normale Sprite-Geschmack, der ist jetzt gar nicht mehr so stark vorhanden. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wie findet ihr es? Ich finde es so mittelmäßig, aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schweine Noelle! Oh ja, von mir aus auch das! Ah, alles klar, au revoir! Und der Daumen hoch und der Kommentar noch dazu und Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis denne. Antenne!